Ein Auto steht auf der Brücke. Durch das Gewicht des Autos wird die Brücke belastet. Versetzen wir uns für einen Moment zum Beispiel in die Rolle des linken Brückenpfeilers, so können wir förmlich einen Teil der Autolast spüren. Wir folgern daraus, dass die Information über das Gewicht offensichtlich vom Ort des Geschehens, dem momentanen Standort des Autos, durch das Innere der Brücke bis zum Brückenpfeiler, also der Lagerungsstelle, gelangt. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Kraftfluss. Wir erkennen, dass ein gewisser Teil der Gewichtskraft des Autos zum linken, der verbleibende Anteil zum rechten Brückenpfeiler fließt.